Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News. Und heute wird es nochmal richtig interessant, denn Valentina Doronina schwingt nicht nur die Hüften, nein, sie schwingt auch die Jurakeule. Und das noch ein bisschen besser als manch anderer in der Vergangenheit. Es werden hier Anzeigen rausgefeuert, das ist unglaublich. Sie wird alle Anzeigen, die ihr etwas unterstellen. Das ist sehr interessant, das schauen wir uns alles mal an. Aber wir schauen uns auch die verzweifelten Provokationsversuche von Jan an, denn der wird ja gegen Gigi bei Fame Fighting antreten und seit einiger Zeit versucht er so ein bisschen sich, ja, Gehör zu verschaffen, aber es gelingt ihm nicht so richtig. Auf der einen Seite hätte ich das niemals gedacht, dass ich das so sage, aber da verhält sich Gigi wirklich gut, er geht darauf einfach gar nicht ein. Und ich muss meine Aussage von gestern korrigieren, dass es hier nur darum geht, Follower von A nach B zu schieben. Stimmt so nicht ganz, weil Gigi reagiert darauf nicht. Das heißt, eigentlich gibt Jan Gigi ganz, ganz viel Aufmerksamkeit, aber Gigi interessiert das einfach nicht. Finde ich persönlich eine sehr gute Entscheidung. Hätte ich auch nicht gedacht, dass Gigi da einen, wie ich finde, doch sehr erwachsenen Weg geht. Während Jan, was er da macht, wie ich empfinde, als höchst peinlich erachte, hätte meine Mutter damals mitbekommen, wenn ich mich so verhalten hätte, hätte sie mir das Internet gezogen, ja, den Stecker. Hätte sie gesagt, nee, du gehst nicht ins Internet. So machst du das nicht, ja. Also wirklich alles sehr, sehr peinlich, könnte sehr unterhaltsam werden. Das schauen wir uns heute an. Eine kleine Bitte in eigener Sache. Bleibt gerade bei dem Thema Valentina bitte trotzdem höflich und freundlich. Ich weiß, manchmal fällt das ein bisschen schwer. Trotzdem, wir sind hier ein freundlicher Kanal. Also bitte achtet darauf, dass wir hier nicht ausfällig werden. Und schaut mal hier. Ich habe noch einen kleinen Wunsch. Uns fehlen nur noch 10 Abos, dann haben wir die 15.600. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, Danny, ich schaue gerne deine Videos, komm hier öfter mal vorbei und mir gefallen deine Themen, dann bleib gerne hier. Der Katzenreporter freut sich und ich freue mich, auch wenn du den Kanal abonnierst. Gut, genug gequatscht. Ich würde sagen, als allererst schauen wir uns die verzweifelten Provokationsversuche von Jan an. Ich muss nur kurz gucken, wo ich es abgelegt habe. Oh ja, heute einmal mit Profis, und da ist es schon. Die verzweifelten Provokationsversuche an. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich empfinde hier einfach nur einen ganz großen Fremdscham, ja, und denke mir halt einfach nur, was ist in den Köpfen los, so, ja. Ich meine, sie suchen aktuell Sponsoren für die Klamotten. Ich habe ja gestern schon gesagt, 10 Euro kriegt er von mir, ja, mehr ist es mir nicht wert. Aber trotzdem, also es ist wirklich, es ist nicht zu glauben, ja. Aber da passt es ganz gut in die Trash-Highlights rein. Gut, ich würde sagen, wir schalten einmal rüber zu Nakedai Jan. Viel Spaß. So Leute, jetzt seht ihr, nur leere Luft, nur Gelaber, nur Beleidigungen. Leute, da ist nichts hinter, ihr seht doch. Er traut sich nicht. Ich glaube, ich rufe gleich mal Eugen an, der ist ja befreundet mit dem, vielleicht redet er ihm ein bisschen Mut zu, weil für den Hauptkampf sind 5 Runden erforderlich. Gigi, kämpf doch einfach 5 Runden. So, warum traust du dich nicht? Ist das für dich zu lange? So, traust du dich nicht? Was ist dein Problem? Gigi, komm schon. Wo ist Gigi? So, wo ist denn dein italienischer Stolz? So, du hast mich jetzt aufs Ekelhafte beleidigt. Deshalb, mein Stolz ist da. Ich kämpfe, egal was kommt. Ich habe sofort gesagt zu euch, ich mache die 5 Runden. Was mit dir? Wo ist dein italienischer Stolz? Wo ist dein Kampfgeist? Wo ist dein Kampfgeist? Willst du deine Nation enttäuschen? Alle. 3 Runden, wie eine Pussy. Komm, kämpf doch mal 5 Runden. Lächerlich. Du hast 5 Runden. Aber Gigi, du hast ja schon im Sommerhaus gezeigt, dass du gewaltsam bist gegenüber Frauen, beziehungsweise gegenüber meiner Frau. Ah. Wenn du willst, ich kann auch gerne Valentina fragen, ob sie gegen dich boxt. Hm. So, weil du traust dich scheinbar nicht gegen mich. Gegen Valentina traue ich mich auch nicht. So, ich kann gerne auch Valentina anrufen gleich. Sie macht das bestimmt, wenn ich sie nicht frage. Hm. Also sag mir einfach Bescheid. Ich glaube, du hast sogar ihre Nummer. Du kannst sie auch gerne schreiben. Küsschen. Gigi hat nicht nur die Nummer von Valentina, die hatten sogar schon ein Date gehabt, ja, sag's mal so nebenbei. Vielleicht ist das, was ihn so ein bisschen kirre macht. Ich habe euch das mal in einem Video mal gezeigt vor kurzem. Also es gab mal ein Date zwischen Gigi und Valentina, 2020 muss das gewesen sein, oder 20, ist auch egal, irgendwo in diese Richtung. Ja, auf jeden Fall hier versucht der Jan, nachdem Gigi auf die öffentlichen Provokationen nicht aufgesprungen ist, ihn jetzt an seinem italienischen Stolz zu packen. Aus meiner Sicht ein ziemlich schäbiger Move, ja.
Also ich weiß auch nicht, irgendwann ist doch mal gut, wenn man halt merkt, dass man darauf nicht anspringt, dass man das ein bisschen lächerlich findet, dann hier weiter versuchen, Fame abzugreifen, meine persönliche Meinung, Fame abzugreifen, indem man weiter provoziert und dann, ja, den italienischen Stolz angreift und dann kommt wahrscheinlich morgen die Story, irgendwas in die Richtung, hat deine Familie dir nicht richtig was beigebracht oder so. Also es ist wirklich richtig armselig. Ich würde sagen, lieber Gian, lass es doch einfach sein, ja. Wenn Gigi keine Lust hat, mit dir 5 Runden zu tanzen, dann lass es sein. Also da brauchst du jetzt hier nicht irgendwie zu besagen, dass Gigi wie eine Frau wäre, was das Kämpfen betrifft, das empfinde ich auch als höchst beleidigend. Ja, es gibt Frauen, die halten garantiert 8 Runden aus gegen Gian oder auch gegen Gigi. Das ist alles so herabwertend, das finde ich persönlich wirklich total daneben. Wollte ich euch unbedingt zeigen, denn wir sind hier so ein bisschen in dem Bereich, auf der einen Seite provozieren wir lehnen uns ganz weit aus dem Fenster, ja, wir lehnen uns schon so weit aus dem Fenster, dass man schon halb rüberhängt, aber auf der anderen Seite passiert denn Folgendes, auf der anderen Seite kommen denn dann wieder die Jurakeule, wenn man denn dann doch nicht zufrieden ist. Man sieht Wind, man erntet Sturm, ja, und ähnlich ist es auch bei Valentina Doronina, denn bei ihr geht's juristisch ganz schön heiß her. Und sie verteilt weiter Anzeigen, weil sie mit der ein oder anderen Aussage nicht einverstanden ist. Und wir kennen das so ein bisschen, dieses Muster von anderen aus der Vergangenheit, die ganz schnell mit der Jurakeule unterwegs waren, wenn ihnen irgendwas nicht gepasst hat, aber selber doch sehr polarisieren im Netz aufgrund ihrer Aussagen. Ja, das ist halt wirklich ein sehr interessantes Muster, zumal... Das habe ich euch jetzt hier nicht aufgegriffen, aber zumal auch die Werbestories von Valentina. Also, ich habe gestern etwas über Picky Nicky gelernt. Das ist ein Duschkopf mit einem integrierten Filter. Ich habe mich über das Produkt mal ein bisschen schlau gelesen. Also, ich habe wirklich nur da gesessen und mit dem Kopf geschüttelt. Das, ja, ich möchte jetzt noch nicht so viel zu erzählen, weil ich möchte jetzt hier die Firma irgendwie nicht angreifen oder so, aber... Picky Nicky war so der Duschkopf mit dem Filter, den sie gestern beworben hat. Auch wieder Anzeige, ganz klein, schon fast transparent, oben rechts ins Bild geschoben. Dann haben wir private Geschichten, die dann in die Werbestory einleiten. Es ist alles wirklich kaum auszuhalten, kaum zu ertragen. Ja, also muss ich wirklich einfach so sagen. Aber man möchte sich trotzdem einiges nicht sagen lassen. Eine Sache noch von mir, grundsätzlich natürlich hat jeder Mensch das Recht, sich zu wehren bei Unwahrheiten oder bei Angriffen. Eine Strafanzeige ist hier natürlich immer der richtige Weg, den begrüße ich auch, ist für mich besser, als wenn man jetzt handgreiflich wird, ja, also das ist völlig in Ordnung, das ist völlig klar. Aber ich finde es immer sehr amüsant, wenn Leute auf der einen Seite extrem austeilen, aber wenn denn mal was gesagt wird, dann ein bisschen Angst haben. Sich denn dann hinter der Jurakeule verstecken? Weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist, meine Lieben. Gut, das ist der Artikel von gestern. Valentina Doronina, neue Anzeige ist raus. Er muss zittern. Und natürlich geht es um Gigi, das kann ich schon mal vorab sagen. Üble Nachrede, Valentina Doronina zeigt Gigi Birofio erneut an. Das Sommerhaus der Stars-Drama nimmt einfach kein Ende. Obwohl aktuellen Informationen zufolge ein Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfs der Körperverletzung gegen Gigi Birofio läuft, scheint sich der Dschungelprinz keiner Schuld bewusst zu sein. Er selbst habe Gian Kaplan im Häuschen Elend kein Haar gekrümmt, ganz im Gegenteil. Zitat: Es hat ihn am Kopf gejuckt und ich habe gekratzt. Das, was die gemacht haben, das war psychische Gewalt. Das ist viel schlimmer, als wirklich jemanden zu schlagen. So sein Statement. Daran erinnern wir uns jetzt. Und jetzt hat es Valentina wohl gereicht. Sie findet, das ist nicht in Ordnung. Und deswegen, Zitat, für Valentina Doronina offenbar Grund genug, um erneut strafrechtliche Schritte einzuleiten. Das nennt man üble Nachrede. Und kann verfolgt werden und werden wir auf jeden Fall auch verfolgen lassen. Wir haben ihn natürlich nochmal angezeigt, erzählt die Trash-Blondine via Instagram. Doch damit nicht genug. Jede, der auf den psychischen Gewaltzug aufspringt, wird von Valentina Doronina und Lavacan ebenfalls zur Verantwortung gezogen und angezeigt, ob es 20 sind, 200 oder 2000. Ich habe Zeit, ich pick mir alle raus, stellt der RTL-Star im Netz klar.
Ob sie halt auch die Kohle dafür hat, das ist die große andere Frage. Ja, muss man einfach auch dazu sagen, wenn das denn alles auch überhaupt so Bestand hat. Muss man einordnen, juristisch kann ich es euch nicht genau sagen, da fehlen mir einfach die Fachkenntnisse, klar. Üble Nachrede auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man halt natürlich denn auch beweisen, dass keine psychische Gewalt ausgeführt wurde. Da gibt es ja sehr interessante Clips, die schauen wir uns alle morgen an, denn das Sommerhaus der Stars geht heute spoilerfrei in die nächste Runde und da soll es denn wohl auch zu dem Zwischenfall zwischen Valentina, Jan und Gigi kommen. Wir werden uns dann morgen früh um 8 hier auf diesem Kanal die Szene angucken, also es würde sich lohnen, hier den Kanal zu abonnieren, dann bist du einer von einer kleinen, ganz lieben Familie, einer Trash-Familie. Wir schauen uns die Highlights morgen mal hier an. Ich habe mir da schon ein paar Clips rausgesucht. Wir schauen uns diesen vermeintlichen Schlag an. Wir schauen uns aber auch ihr Statement danach an, weil dann ganz heimlich hat sie was gesagt. Das war nicht so clever. Und da ist der Vorwurf, den Gigi ihr macht, schon mal zumindest der Rede wert. Man muss drüber sprechen, um mich hier auch selbst ein bisschen vorsichtig auszudrücken. Nicht, dass ich auch noch die Jurakeule abkriege. Ja. Das werden wir uns alles ein bisschen anschauen. Fakt für mich ist aber auf der einen Seite, yo, man sollte immer, bevor man handgreifen wird, immer den strafrechtlichen Weg gehen. Gar keine Frage, Anzeige finde ich immer einen guten Weg. Ob das jetzt hier alles so gerechtfertigt oder nicht, das entscheidet gerne ihr. Schreibt in die Kommentare, was glaubt ihr? Findet ihr Valentinas zweite Anzeige gegen Gigi berechtigt? Sagt ihr, dass Gigi hier völlig recht hat, dass Valentina genauso sich verhalten hat oder sagt ihr, nein, das stimmt alles gar nicht und Valentina ist da komplett im Recht? Würde mich sehr interessieren. Bleibt bitte höflich und freundlich und ich sage tschüss. Wir sehen uns heute um 14 Uhr wieder mit einem anderen Thema und wie gesagt, morgen nicht vergessen, morgen früh um 8 zum ersten Kaffee, da wird es hier nochmal richtig spannend. Ich glaube, das sollte den einen oder anderen hier wirklich, wirklich sehr interessieren. Bis dahin, alles mit Liebe, tschüss.